gibt eine Allgemeinverfügung. Nachdem muss ich eine medizinische Maske tragen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, im Großen und Ganzen geht es in dieser Debatte um Freiheit und nicht nur um die Freiheit der Wissenschaft. Freiheit hat auch keine politische Farbe. Freiheit ist nicht rot, grün, schwarz oder blau. Freiheit hat jede Farbe und ist auch keine politische Aussage, sondern ein Menschenrecht. Das Innenministerium wurde offensichtlich dabei erwischt, wie es von der Wissenschaft wissenschaftlich klingende Rezepte bestellte, die zur Rechtfertigung von Schutzmaßnahmen, zur Bewältigung der Scheinkatastrophe, also zur Aushebelung unserer Freiheit dienen sollten. Und die Wissenschaft lieferte wie bestellt. In nur 4 Tagen kam eine Rechtfertigungsagenda zusammen, die nicht nur dann den dann folgenden von Anfang an grundgesetzwidrigen Lockdown gegen jede Kritik schützte, sondern auch dafür sorgte, die so geschürte Angst und Panik dauerhaft zu nutzen, um Grundrechte auszuhebeln und Millionen Existenzen zu zerstören. Ein eklatanter Missbrauch von Wissenschaft, wie er schlimmer nicht sein kann. Doch wer nun glaubt, dieser Wissenschaftsmissbrauch sei die Ausnahme, der irrt gewaltig. Es ist inzwischen die Regel, vor allem bei Themen, bei denen viel Geld und damit viel Macht im Spiel ist. Exemplarisch dafür steht neben anderen Feldern die Klimawissenschaft. Nur geschieht die Einflussnahme nicht ganz so plump wie die des Innenministeriums. Es ist eigentlich noch schlimmer, denn vielfach dienen sich als Wissenschaftler getarnte Aktivisten den Politikern regelrecht an. Beispielhaft Steven Schneider, von dem der berühmte Ausspruch stammt, ich zitiere mit Ihrer Genehmigung, um Aufmerksamkeit zu erregen, brauchen wir dramatische Statements und keine Zweifel am Gesagten. Jeder von uns muss entscheiden, wie weit er eher ehrlich oder eher effektiv sein will. Und alle die Wissenschaftler, die gern öffentliche Gelder und damit Macht und Einfluss wollen, entschieden sich eher früher als später dazu, effektiv zu sein. Besondere Beispiele dafür sind die diversen Klima- und Umweltinstitute, die nach der IPCC-Gründung wie Pilze aus dem Boden schossen, zum Beispiel das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, kurz PIC, dem staatliche Mittel in reicher Zahl zugeschanzt wurden. Sein Gründungsdirektor Professor Schellenhuber erkannte die Zeichen der Zeit und berät seitdem nicht nur die Bundeskanzlerin, sondern auch Ministerien und Gremien, nationale wie internationale, jetzt sogar dem Papst. Und lieferte in Städtenstrom, was von ihm erwartet wurde, nämlich die Panik vor der kommenden Klimakatastrophe wissenschaftlich zu untermauern und damit möglichst unangreifbar zu machen. Unter anderem mit dem völligen Unsinn vom 2-Grad-Ziel und abstrusen Paniktheorien wie die von den Kipppunkten, die das Klimasystem mit seinen unzähligen Wirkfaktoren bald unumkehrbar zum Kippen bringen würde, wenn der Minifaktor CO2 nicht auf Null gesenkt würde. Jeder ernstzunehmende Paläoklimatologe schüttelt zwar nur den Kopf vor so viel angemaßtem Wissen, doch die Politik und die von ihr bezahlten Mietwissenschaftler glauben den Unsinn. Gleichzeitig wird dafür gesorgt, dass andere wissenschaftliche Erkenntnisse keine Chance haben, gelesen oder gehört zu werden, ihre Arbeiten nicht publiziert werden. Und das im trauten Zusammenspiel mit der Politik, die schnell erkannt hat, welches unglaubliche Machtinstrument die Klimapolitik bietet, so wie es der ehemalige Chef des renommierten Wissenschaftsmagazins New Scientist schon 1998 vorhersah. Ich zitiere: Alle Parteien der Industriestaaten, ob rechts oder links, werden die CO2-Erderwärmungstheorie übernehmen. Das ist die einmalige Chance, die Luft zum Atmen zu besteuern. Weil sie damit angeblich die Welt vor dem Hitzetod bewahren, erhalten die Politiker dafür auch noch Beifall. Keine Partei wird dieser Versuchung widerstehen. Zitat Ende. Und so ist es gekommen, mit Ausnahme der AfD. Damit das so bleibt, werden unglaubliche Summen in die Mietwissenschaft gepumpt, derzeit rund 140 Millionen Euro, an viele staatsnahe Institute oder NGOs, über 25 Millionen allein ans PIC. Und dafür lässt sich natürlich gut Klimapanikpropaganda betreiben. Da wird Klimaerwärmung zur Klimakatastrophe. Wenn es aber für viele ganz überraschend einen Wintereinbruch mitten im Winter gibt, dann müssen schnell die Mietwissenschaftler vom PIC ran und müssen ganz wissenschaftlich begründen, warum das nur eine Folge der Erderhitzung sein kann. Vollkommen absurd. Gut für Politik und Mietwissenschaft ist, dass die meisten Steuerzahler, die dafür bezahlen und ihre Jobs zu Hunderttausenden verlieren, das auch noch richtig gut finden, weil die Wissenschaft es ja so sagt.
Und noch viel besser ist, dass der Geldstrom mit jedem neuen Gesetz, mit jeder neuen EU-Verordnung immer größer wird. Zum Beispiel der New Green Deal mit sage und schreibe 750 Milliarden Euro. Dafür kauft sich die Politik Wissenschaft und lassen sich Wissenschaftler kaufen. Deshalb müssen wir diesen Eklat zum Anlass nehmen, zu handeln. Sorgen wir dafür, dass Wissenschaftler, dass Wissenschaft wieder Wissenschaft wird, bei dem der Zweifel die Mutter aller Forschungen ist, in der immer kontrovers diskutiert wird und bei dem nicht die Politik bestimmt, wie die Ergebnisse auszusehen haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ich möchte den Hinweis geben, dass nach Möglichkeit unvermummt hier gesprochen wird am Rednerpult. Es gibt keinen Grund, hier die Maske aufzusetzen, auch vor dem Hintergrund, dass ja eine Übertragbarkeit auch auf die Medien gewährleistet sein soll, also sprich dem Fernsehen, und dem Publikum dort ermöglicht werden soll, auch gut zuzuhören. Ja? Es geht das Wort an Dr. Giappi von der SPD-Fraktion.